Ja, grüße euch, liebe Grillfreunde. Freut mich, dass ihr heute wieder zuschaut. Heute gibt es was ganz, ganz Leckeres. Heute gibt es eine Pizza von unserem Kugelgrill. Für den Teig haben wir das normale Pizzamehl, das 00er, ein halbes Kilo, warmes Wasser, Salz, Zucker, etwas Olivenöl und leider heute nur Trockenhefe. Besser wäre es mit frischer Hefe, doch leider momentan ausverkauft. Für den Teig nehmen wir ein Gefäß, geben das Wasser rein, den Zucker, so eine Brise und die Trockenhefe. Das Ganze ein bisschen durchrühren, 5 Minuten stehen lassen. Die Pizza, die grillen wir nachher auf unserem Pizzastein, einen Schamottstein. Irgendwann wird das so schmutzig sein, gar kein Thema. Am besten ausbrennen und mit einer Edelstahlbürste drüber bürsten und die ganzen Soßenrückstände oder Teigrückstände wegkratzen. Die Flecken, die sind eingebrannt, nicht weiter tragisch. Auf keinen Fall in der Spülmaschine reinigen oder mit Spüli. Maximal mit kaltem, klarem Wasser. Dann aber den Stein wirklich gut trocknen lassen. Sonst, wenn man ihn feucht auf den Grill geben würde, würde er reißen. Und jetzt geben wir das Salz dazu. Auf einem halben Kilo Mehl haben wir 15 Gramm Salz. Nach und nach rühren wir das Mehl unter. Das Ganze verfeinern wir mit einem Esslöffel Olivenöl. Nach ungefähr 10 Minuten Teig kneten hat das so eine Konsistenz. Der Teig löst sich vom Rand und der Teig löst sich auch einfach, ohne zu kleben, von dem Knethaken. Klebt nicht mehr. Jetzt legen wir den Teigling in die Schüssel, bedecken den mit einem feuchten Tuch und lassen den mindestens für eine Stunde, am besten 4, ruhen. Nach 4 Stunden Ruhezeit nehmen wir es raus, geben ein bisschen Mehl drüber und kneten den mit den Händen nochmal schön durch. Jetzt lassen wir den Teig nochmal ungefähr eine halbe Stunde, Stunde ruhen und richten in der Zwischenzeit unsere Zutaten. Bei mir kommt drauf Mozzarella, Salami, geräucherter Schinken, Paprika, Zwiebeln, Champignons, Extrakäse, frischer Basilikum und natürlich auf dem Grund eine feine Tomatensauce. Aber wie immer, es zählt euer Geschmack und ihr könnt frei entscheiden, was ihr auf eure Pizza wollt. Den Teig haben wir uns eingeteilt in 3 Teiglinge. Den nehmen wir jetzt und rollen ihn aus. Wenn ihr die Pizza ausgerollt habt, lasst den Teig für ca. 5 bis 10 Minuten liegen. Dann trocknet die Oberfläche an. Dann könnt ihr ihn wenden und so klebt der Teig nicht am Pizzastein. Und das sind mal vernünftige Holzkohlengrößen. Die Körper links und rechts. Ich habe jetzt Holzkohle genommen. Sollte aber euer Grillabend länger gehen, mit vielen Freunden, vielen Pizzen, nehmt am besten Briketts. Die halten euch einfach länger. Ich setze immer noch gern 2 Aluschalen rein und dann den Pizzastein drauf. Einfach deshalb, der Stein liegt höher, ungefähr in der halben Grillraumhöhe. Die Pizza wird von unten nicht direkt schwarz und hat so eine gleichmäßige Ober- und Unterhitze. Jetzt drehen wir sie um. Mit der Tomatensauce. Dann den Schinken. Die Salami. Die Paprika. Der Extrakäse. Und natürlich die Mozzarella. Den Basilikum, den geben wir erst nach dem Grillen drauf. Den Pizzastein haben wir 10 Minuten vorgeheizt, kurz rüber gebürstet und jetzt kommt die Pizza drauf. Circa 10 Minuten sind rum, ich würde sagen, unsere Pizza ist fertig. Zu guter Letzt frischer Basilikum. Und gleich anschneiden. Und ihr wisst ja, gleich mal probieren. Leute, genießt eure Pizza. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Mitch.